Nachdem wir uns in der ersten Checkliste mit dem Status des Marktes und unseres Unternehmens auseinandergesetzt haben und sozusagen die Ist-Situation analysiert haben, wollen wir uns nun im Rahmen der Checkliste 2 der Marktentwicklung, also der Dynamik, zuwenden. Das ist immer ein schwieriges Unterfangen, weil die Schau in die Zukunft nicht ganz ohne Risiko bzw. Fehler abläuft. Allerdings bedarf es einer entsprechenden Einschätzung, sodass hier auch für die zukünftige Entwicklung, und wir sprechen in diesem Zusammenhang von den nächsten 3 Geschäftsperioden, ein relativ verlässliches Resultat entwickelt werden kann. Die Zeiträume, die wir hier in Betracht ziehen, ist erstens einmal das letzte Jahr. Die letzte Geschäftsperiode sollte eigentlich in aktuellen Zahlen, wie hier in unserem Fallbeispiel dargestellt, vorliegen. Die Resultate sind klar und wir können aufgrund der Wettbewerbsanalyse klar feststellen, wie groß das Marktvolumen bezogen auf Umsatz, das Marktvolumen bezogen auf den Absatz, in unserem Fall Zimmernächtigungen, und wie hoch die Marktpreise waren. Die zweite Spalte betrifft dieses Jahr, also das laufende Jahr. Hier ist es meistens so, je nachdem, wie Ihre Geschäftsperiode vom Zeitraum her angelegt ist. Aber gehen wir hier von Januar bis Dezember aus, sodass Sie die Marketingplanung in der Mitte des Jahres um Mai, Juni herum beginnen, sodass Sie für dieses Jahr oder für das aktuelle Jahr eine Hälfte sozusagen an aktuellen Resultaten vorliegen haben, während die zweite Hälfte des Jahres einem Forecast entspricht, sodass Sie hier in diesem Zusammenhang durchaus realistische Zahlen haben, aber noch nicht ganz definitiv wissen, wie sich das bis Ende des Jahres entwickelt, also einer Einschätzung unterliegen. Auch hier in unserem Beispiel haben wir wieder das Marktvolumen Umsatz, den Absatz und den Marktpreis aufgrund der vorliegenden und geschätzten Daten festgestellt. Für die kommenden Jahre, das heißt für das nächste Jahr, das übernächste Jahr und das dritte Jahr, bezieht sich die Einschätzung des Marktvolumens im Hinblick auf Umsatz, Absatz und Preis auf eine Einschätzung. Hier bedarf es der gründlichen Herleitung von etwaigen Entwicklungen. Das können Sie durch eine Teameinschätzung herleiten, indem Sie in Ihrem strategischen Marketingplanungsteam mehrere Personen zur weiteren Entwicklung über die nächsten 3 Geschäftsperioden befragen. Sie können Experten hinzuziehen und hier die Meinung einholen, um eine verlässliche Einschätzung zu bekommen. Sie können Schätzmethoden, Prognoserechnungen anwenden, die Ihnen die zukünftige Entwicklung der Märkte, die Berechnung der zukünftigen Entwicklung erleichtern. In jedem Fall raten wir Ihnen in diesem Zusammenhang, dass Sie als vorsichtiger Planer mit unterschiedlichen Szenarien arbeiten. Das heißt, die Einschätzung des Umsatzes, des Absatzes und der Preisentwicklung, die ein Resultat aus Umsatz- und Absatzeinschätzung ist, diese Einschätzung sollte einerseits im Rahmen eines realen Szenarios, wie Sie das hier sehen, dargestellt sein, aber Sie sollten sich dann auch darum bemühen, ein Worst Case, also den schlechtesten Fall, darzustellen, beziehungsweise den Best Case, also den besten Fall darzustellen, sodass Sie beginnend mit dieser Tabelle 7 Marktentwicklung dann eigentlich 3 unterschiedliche Szenarien vorliegen haben, die Ihnen als Grundlage für die Planung dienen. Sollte sich das reale Szenario nicht bewahrheiten und Sie entweder schlechter oder bessere Resultate
erzielen oder erwarten, dann ist das für Sie kein Problem, weil Sie sowohl auf den einen als auch auf den anderen Plan in der Folge zurückgreifen können. In unserem Beispiel hier haben wir, wenn Sie in diese Spalten hineingehen, eine 4%ige Zunahme des Marktvolumens im Umsatz in diesem Jahr und dann jeweils 3% in den Folgejahren angesetzt, sodass sich eine Änderung vom letzten Jahr bis zum Jahr plus 3 von 13,64% insgesamt ergibt. Die Marktvolumina beim Absatz werden etwas optimistischer eingeschätzt. Hier ergibt sich über die Zeitspanne letztes Jahr bis Jahr plus 3 eine Änderung von 18,11%. Und daher ist nur klar, dass wenn die Absätze, also die Zimmernächtigung, stärker steigen als die Umsätze, dass sich dadurch ein Minus bei den Preisen ergibt. Also das wäre zum Beispiel jetzt unsere Einschätzung für die Marktentwicklung des Marktvolumens, sowohl was den Umsatz, den Absatz als auch die Preise betrifft, für die nächsten 3 Geschäftsperioden. Und das beantwortet die Frage 1 aus der Checkliste 2.